Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6 mit den Griechen. Erst unsere vierte Folge. Bedenkt man, dass wir letztens ja... diese Krieger sind angegriffen worden. Naja, was soll's, kann man nichts machen. Du gehst mal daher. Daher. Du baust die Kanten ab. Hey! Und tatsächlich haben wir das gerade. Das Rad noch fertig. Mann. So, die Liebe. So, dann bauen wir gleich einmal zwei Eisenminen ab. Das. Gute Frage, keine Ahnung. Mhm. Ich frage mich gerade, ob dieser Händler uns auch Geld bringt. Da drauf schießen. Yes. Ausgezeichnet. Du machst Pause. So. Naja, wie schon gesagt, wir könnten rein theoretisch die beiden noch abbauen. Das sollten wir auch tun. Ach, du machst auch Pause. Restaurant. Nein, du machst auch Pause. Hoplitz. Macht mal das.
Briten sind tatsächlich nur toll, wenn sie zum Meer vorkommen. Ich glaube, die sind genauso schwach oder stark wie Speerkämpfer, außer wenn zwei nebeneinander stehen, also wenn sie flankieren, dann kriegen sie einen starken Bonus. Hey, hörst du auf das zu schießen? Kerl. Gibt's ja wohl nicht. So. Hey, wir haben einen Gesandten. Schon? Naja, den können wir nach Kandy schicken. Dann schicken wir ihn wohl nach Kandy. Das wird uns wohl keiner wegnehmen, Kandy. Dafür werden wir auch sonst nichts kriegen. Vielleicht sollten wir mal Schiffe ausschicken. Das schaut so aus, als könnten wir darüber auf einen anderen Kontinent. Zu dem See. Ah, da haben wir einen Lager, sehe ich gerade. Oder darüber zu den Perlen. Oder darunter. Ja, besonders viele wirklich gute Plätze gibt es eigentlich nicht mehr. Gehen wir da her. Schon nicht schlecht. Wassermühle ist nicht schlecht. Damit wir etwas mehr produzieren, besser produzieren und Essen mehr kriegen. So, du Handwerker, machst du noch sowas. Vielleicht bauen wir da noch eine dritte hier. Mit Feudalismus sind Felder gut zusammen. Ja. Ich frage mich gerade, ob das Kaufen von Siedlern auch günstiger ist. Alles hat seine Grenzen. Aus Eisenerz kann man kein Gold machen. Da doch nicht ganz unrecht. Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Mhm. Politik ändern. 50% Siedler haben wir mal raus. Was gehen wir rein stattdessen? Wir könnten plus 2 Einflusspunkte nehmen, aber das Problem ist, wir haben eh niemanden, den wir beeinflussen können. Das wird dann interessant, wenn wir einen neuen Kontinent treffen finden. Machen wir das vielleicht und bauen wir jetzt ein paar Schippernackeln. Klingt gut.
das Schiff jetzt erledigen. So, deine Schuldigkeit ist auch getan. Du kannst jetzt weitergehen in diese Richtung. Neue Forschung. Ja, machen wir das. Das Heureka kriegen wir jetzt. Nächste Runde. Was passt dann? Habe ich noch keine Weide errichtet? Das ist interessant. Tatsächlich, das Dings. Das Kuhfeld ist noch immer ohne Weide. So, und dann kaufen wir gleich noch einen Handwerker. Was sagen wir dazu? Wir sagen dazu Heureka. Gut, was machen wir da als nächstes? Theologie könnten wir machen. Das würde uns noch einen Gesandten schicken. Vielleicht sollten wir uns das aber auch aufheben, bis wir die ersten machen wir Spiele und Erholung. Bis wir die ersten anderen Leute kennen und dann nehmen wir das mit den zwei Diplomaten. Oder zwei. Ah, stopp! Stopp! Eine Weide. Du machst das Heureka für astronomische Navigation. Auf den Hopliten. Mehr Handelswege wäre ganz nett. Nein, bringt diese Dinger nicht um, lasst sie uns umbringen. Wartet, bis unsere Truppen endlich da im Norden sind. Wir sind alle so langsam. So gehört sich das. So, was machen wir jetzt mit dir? Vielleicht sollten wir noch ein wenig roten. Hier eine Akropolis bauen. Vielleicht können wir das da oben. Neben der Akropolis. Hier wollen wir die Akropolis hierher bauen. Da müssen wir nicht mehr links, rechts davon roben. So haben wir schon alles gerodet. Ah, da oben. Sachen, die wir bauen können. Oh.
Mein freies Feld. Bitte töte ihn nicht, bitte töte ihn nicht, bitte töte ihn nicht. Nein, er tötet sich wahrscheinlich, indem er jetzt angreift. Bitte töte dich an mir, bitte töte dich an mir. Ach, so geht's auch. Mit der Zeit lernt man seinen Kurs nach dem Licht der Sterne zu bestimmen und nicht nach den Lichtern jedes vorbeifahrenden Schiffes. Bauwesen beschleunigt. Mit Bauwesen könnten wir rein theoretisch Spiel und Erholung beschleunigen. Aber ich glaube, da sind wir eh schon weit voraus. So, ich glaube, da oben könnten neue Dings entstehen immer wieder. Das heißt, wir gehen mal in diese Richtung. Sparta, wir bauen eine Akropolis hierher. Haben wir gesagt. Argos baut mir irgendwas, um die Produktion zu erhöhen. Oder ein Handwerker oder ein Schippernackeln. Kaldieren, hm? Schließlich die Welt erkunden. Noch nicht aufs Wasser. Was braucht man, damit ihr aufs Wasser könnt? In Wirklichkeit müsstest du doch eigentlich einen Schwertkämpfer produzieren können, nicht wahr?
Sechschmierröster. So. Du solltest auch eine Akropolis bauen, aber du bist zu klein dafür. Das heißt auch, du baust eine Galeere. Außerdem wollte ich bei dir schauen, jetzt noch hast du den Schrein, jetzt kannst du Missionare bauen. Bauen wir mal einen Missionar, damit, damit Kandi den wahren Glauben annimmt. Und auch Argos etwas schneller ist dabei. Angeschaut, ich könnte da drüber gehen einfach mal, weil da habe ich noch nicht das Meer vollkommen beguckt. So, mal dann. Bist du mal da? Finde ich gut. Das geht schnell da. Wir werden dann schon welche Wunder wir in der Nähe bauen können. Die sollten wir dann nämlich noch links und rechts von dem Bezirk bauen. Ein Mann auf einem Pferd überragt andere sowohl spirituell als auch körperlich. Finde ich gut. Okay, der konvertiert in 4 Runden. Es bringt eigentlich gar nichts, den jetzt gleich zu konvertieren. Warten wir mit euch lieber, bis wir es mehr können und zu anderen Ländern. Ah, nicht du sollst auf Dings drücken, Idiot. Damit können wir Landeinheiten wassern. 3 Minen. Puh, 2 habe ich schon. Ballungsturm und Dings. Ausbildung wäre schon was Cooles, weil ich würde ganz gerne das Industriegebiet machen können. Wesen. So, du kannst auch ein Dings machen. Du brauchst vielleicht einen Hafen tatsächlich.
hattest. Ach. Und erneut. So, gibt's da irgendwo neue Lager? Sehen wir da welche? Nö. Team brauchen wir Wohnraum. Das schaffen wir vielleicht irgendwann nochmal. So, außerdem brauchen wir ein paar Siedler. Zwei zumindest, oder drei vielleicht sogar. Bezirksplaner haben die Grundlage der Geometrie entdeckt. Ein Horika für Mathe gekriegt. So, außerdem wollte ich schauen, wie schaut das aus mit dem großen Wissenschaftler. Wir haben 4 Punkte pro Runde, 2,3, 1,2. Passt. Wissenschaftler scheint uns zu gehören. Wenn wir dran bleiben. Ephesus. Nein. Du sollst ein Feld kaufen zu dieses hier. Und so, schauen wir mal. Können wir irgendwo noch. Ah, warte mal. Da brauchen wir Bergbau. Bei Gips. Geht es über einen Steinbruch oder über einen. Oder über ein Bergwerk abgebaut, frage ich mich gerade. Gute Frage. Und zurzeit habe ich hier keinen. So. Wir können jetzt alle möglichen Sachen machen. Das Amphitheater, ich ein Orakel. Plus ein Kultur, plus ein Glaube. Und eine schnellere große Persönlichkeit. Leider können wir das nicht so bauen, dass es neben der Akropolis stünde. Überlegen wir, was können wir noch bauen? Pyramiden, dazu brauchen wir. Dings und großer Leuchtturm brauchen wir auch was anderes. Entweder wir brauchen das Orakel an einem schlechten Ort, also weit weg von unserem Dings, von der Akropolis, oder wir brauchen einfach nur einen Handwerker. Woher haben wir diesen Gesandten? Frage ich mich gerade. Daher nicht. Von Spiele und Erholung kann man auch nicht haben. Was haben wir vor Bauwesen erforscht gehabt? Reiterei, oder? Nein. Nicht den blassesten eines Schimmers, wo ich diesen einen Gesandten hier habe. Ja, da bin ich ja nicht fertig geworden mit irgendwas. Interessant. Na okay. Wir kaufen uns noch ein paar von 100. Das erhöht unsere Kulturproduktion. Bietet uns Platz für einen Schriftsteller und alles ist gut.
Wissenschaftler gehört uns. Wir kriegen hoffentlich diesen Wissenschaftler. Propheten sind Gott sei Dank noch relativ weit weg vom Propheten. Scheinbar habe ich noch immer die einzige Religion. Kann das sein? Na gut, an dieser Stelle, Herrschaften, wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann.